Ja, Psychonauts, wo sind wir in der letzten Folge stehen geblieben? Und zwar, also kurzer Abriss, wir, Rasputin, also eingeschlichener Schüler im Psi-Kadetten-Sommercamp der Regierung am Flüsterfelsen. Es geht immer, doch, jetzt geht's, auch super, so schnell auch. Eingeschlichen im Sommercamp der Agenten, bla, Psi-Kadetten am Flüsterfelsen und so weiter, decken eine Verschwörung auf eines vermeintlichen Zahnarztes mit Duschhaube, der von den ansässigen Kinderlein des Lagers die Hirne klaut, indem er sie zum Niesen bringt. Ja, so ungefähr sieht das da aus. Und wir haben jetzt die Spur verfolgt bis an den See. Zum Fortfahren, sehr schön. Zum See nach unten, es ist auch Nacht. Und ein Seemonster hat unsere Freundin Lilly aufgegessen, sie angelockt und aufgegessen. Wir haben das Seeungeheuer auf den Meeresgrund verfolgt. Und hier ist warum auch meine Luftblase. Und das Seeungeheuer auch geschlagen. Es ist jetzt so ein bisschen außer Aktion gesetzt. Und wir können uns in das ja offensichtlich, wie soll ich sagen, manipulierte Seeungeheuer hier mit der Antenne auf dem Kopf, können wir uns in das Bewusstsein einschleichen. Und da habe ich beim letzten Mal Schluss gemacht, weil das wird ein etwas längeres Unterfangen. So, wollen wir nochmal sehen. Armes kleines Ding. Armes kleines Ding. So, wo haben wir denn? Nein, das ist der Ball. Warte mal, jetzt Steuerung klar, komm hier. So, nein, ja, wir nehmen unsere Psychoportaltür und nutzen sie auf dem Monster. So. Klatsch. Und ja, natürlich ist es eine sehr verwirrende Handlung von dem Spiel, aber was willst du erwarten? So, wie sieht es in dem Gehirn eines Seeungeheuers aus? Eines genetisch mutierten Seeungeheuers? Ah ja. Natürlich. Warum auch nicht? Schönen guten Morgen, werte Dame. Gleichfalls, Wachtmeister Lingli. Wie geht es denn so? Oh, feucht und fröhlich, keine Klagen. Und was machen Sie und der Kleine an diesem wunderschönen Tag? Oh, wir folgen dem Gesetz, wie immer. Jedem Paragraphen, buchstabengetreu. Oh, gut zu hören. Von uns ist schließlich keiner Ärger. Brillogor. Brillogor in der Stadt der Lungenfische. Ah ja. Zum Kochama-Turm gelangen und ihn zerstören. Ah ja, so. Ja, willkommen in dieser beschaulichen Stadt. Wo wir alles schön kaputt reißen können, wie sich das gehört. Und natürlich, wir sind in dem Bewusstsein des Seeungeheuers, können hier gemütlich auch Trugbilder sammeln. Was wir natürlich umgehend machen. Oh, hier haben wir direkt nochmal ein Stufenaufstiegslevel abgedönst. Beziehungsweise ein Leben. So, ist natürlich. Ich find das natürlich immer wieder toll, dass auf der rechten Seite die ganze Zeit jetzt dieses verdammte Bild angezeigt wird. Hier unten! Entschuldigung, sprichst du mit mir? Meine Ohr! Sorry! Oh! Oh mein Gott! Bist du okay? Er ist tot! Oh je, das tut mir leid. Kein Problem. Der Widerstand ist jederzeit bereit, im Kampf gegen Kutschamaras Tyrannei zu sterben. Was ist Kutschamara? Ein Riesenmonster wie du, Brillogor. Er hat fast alle Bewohner von Lungenfisch City willenlos gemacht und versklavt. Das stinkt. Aber hey, habt ihr vielleicht noch andere Menschen hier gesehen? Ich suche ein Mädchen namens Lilly. Die Regierungsarchive könnten Informationen über deine junge Freundin enthalten, Brillogor. Meine Freundin? Ich weiß nicht, ob sie wirklich meine Freundin ist. Ich meine, sie ist... Ich meinte ja nur, dass sie ein Freund und weiblich ist. Um an die Archive zu kommen, müssen wir erst den Funkturm vernichten, mit dem Kutschamara uns alle kontrolliert. Gut, ich werde mich darum kümmern. Warte, Brillogor. Um den Turm zu erreichen, musst du erst eine Laserwand passieren.
Aber das wird dir nicht gelingen ohne unsere Hilfe. Und wann habt ihr vor, mit dem Helfen anzufangen? Zuerst musst du etwas für unseren Widerstand tun. Ah, ja. Schlag ein Loch in das Gefängnis und befrei meine Kameraden. Kein Ding, kein Problem. Freiheit! 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 Hoja! Freiheit! Jetzt bringt ihr mich an diesen Toren vorbei. Richtig. Wir haben Kochamara dieses Schutzschildmodul geklaut. Uns ist es zu groß, aber dir müsste es eigentlich passen. Schutzschild. Sehr gut. Sehr convenient, dass wir das jetzt finden. Okay, müssen wir natürlich gleich mal ausrüsten. Hey, werden dann Kochamara und eure willenlosen Nachbarn nicht böse? Nö. Och, nö. Also, erst das Gefängnis einreißen und dann dieses Laserschild-Dings brechen. Und das stört keinen, der auf die Idee kommen könnte, auf mich zu schießen? Nö. Naja, einen vielleicht. Aber was ist die ganze Marine von Lungenfisch City gegen die Macht und den Eifer von Brillogor? Wie? Welche Marine? Wir treffen uns am Damm, Brillogor. Für die Freiheit! Für die Freiheit, jawohl. Setze deine geistigen Schild ein, um dich vor Schaden zu schützen. Ich nehme das mal hier weg. Und manche Angriffe auf die Gegner zurückzuwerfen. Hinweis, du kannst einen geistigen Schild nicht ewig aufrechterhalten. Wenn er zusammenbricht, ist dieser Teil deines Verstandes erschöpft und es dauert ein wenig, bis du ihn wieder verwenden kannst. In Hashtag Cooldown. So, lass mal sehen. Ja, wo ist eigentlich Kochamara? Das ist völlig richtig. Nein, wartet! Er nimmt immer noch Kurs aufs Waisenhaus! Er nimmt immer noch Kurs aufs Waisenhaus. Okay, Gefängnis zerstören, Revolution befreien. Mit den Dissidenten beim Damm treffen. Mache ich. Habe ich hier hinten noch irgendwas vergessen? Wir wollen natürlich so ein bisschen auch... Wir wollen natürlich so ein bisschen auch komplett alles soweit haben. Hier ist nämlich... Ha! Ein Trugbild. Ja. So, dann lass mich doch mal sehen. Also, wir müssen natürlich das Ganze auch mal ausrüsten. Das machen wir am besten so. Wo tue ich denn den Schutzschild jetzt am besten hin? Hier. Sieht eigentlich ganz gut aus. Das Brennen nutze ich irgendwie eh nie. Okay. So. Das sieht dann so aus. Geht auf der rechten Seite, wie man sieht, ein bisschen runter und lädt sich dann auch entsprechend wieder auf. Bitte töte mich nicht, Brillogor! Ich sehe dich nicht mal. Wenn ich dich sehen würde, würde ich dich definitiv töten. Aber so geht das natürlich nicht. Wie er jetzt auch einfach so langsamer ist und auch die, wie er läuft. Wie er läuft da Rasputin? So, lass mal sehen. Viel zu tun und so wenig Zeit. Oh. Die friedliche Stadt Lungenfisch City wird seit heute Abend von einem schrecklichen Riesenmonster angegriffen, das die entsetzten Bürger Brillogor getauft haben. Die Marine hat entschlossen reagiert und ihre gesamte Panzerdivision in Marsch gesetzt, um das Wesen auszuschalten. Wie die Behörden bekannt gaben, soll sich die Lage bald wieder normalisieren. Kindesentführungen sind gut. Was? Kindesentführungen sind gut. Okay, die Stimme kommt mir auch sehr bekannt vor. Ehrlich gesagt. Hallo Gepäckstück. Moment, ich war vorbei. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Genau, wo haben wir den denn? Habe ich den schon irgendwo gesehen? Irgendwie hat, glaube ich, gerade sogar was auf mich geschossen hier. Also das Schöne ist natürlich, wenn wir ganz viele Häuser kaputt machen, ist hier viel übersichtlicher. So, jetzt haben wir die Raketen zurückgeworfen. Hä? Warte mal. Au! Gerade eben hatte ich die doch zurückgeworfen. Mach nochmal bitte. Doch nicht, okay. Hat denn halt so. So, die ganze Marine von Lungenfisch City. Huch! Warum, Brillogor, warum? Was denn, wie denn, wo denn? Hab doch gar nichts gemacht. Achso, oh, Entschuldigung. Hier sind diverse Leute, die aus irgendeinem Grund total im Weg sind. Meine Matratzenfabrik. Ich bin ruiniert. Meine Matratzenfabrik. Schieße nochmal. Hallo? Nicht? Um Gottes Willen. Man kann echt Chaos anrichten. Ganz schrecklich. Oh, das ist nicht lustig, wer lacht da?
Die ganze Marine ist verloren. Geh zurück in deine Wasserhölle, Brennogor! Ich weiß gar nicht, man muss hier gar nicht so viel kaputt machen, aber es macht halt irgendwie auch so ein bisschen Spaß. Natürlich viele Panzer hier auch rumstehen. Geht doch einfach mal kaputt. Ich vermisse immer noch den Anhänger, den Sporttaschenanhänger. So, hier haben wir die Barriere. Da kümmern wir uns fast sofort drum. Erstmal geht es natürlich noch hier hinter. Gott, das will wie viel hier einfach noch ist. Gott, wir können nur begrenzte Zeit auf diesen Gebäuden rumstehen. Oh, falsche Taste, wie immer. Hoch! Nun, für Brillogor wird die Sache langsam peinlich. Brillogor unter Drohung. Informationen zufolge hat sich das einst furchterregende Monster nun mit gewöhnlichen Kriminellen verbündet. Am frühen Abend hat Brillogor ein paar Kumpanen aus dem Knast befreit, um mit ihnen eine draufzumachen, Pillen einzuwerfen und sich mit billigen Mädchen zu vergnügen. Aber jetzt ist der Katzenjammer groß. Denn unsere Armee setzt nun ihre brandneue Hightech-Wunderwaffe ein. LKWs mit Hyperelektrizität, während der Kindesentführung das Gehirn nicht beschädigen. Oh, Alter, ich habe mich gleich gesehen da unten. Ah, okay. Ja. Okay, die muss man wirklich zurückreflektieren. Das ist gut zu wissen. Kann ich hier hochklettern? Nein, schade. Schade eigentlich. Auf jeden Fall haben wir hier vorne noch ein paar Gebäude stehen gelassen, aber wir müssen ja sowieso noch mal in die Richtung dann. Kommen da neue Panzer? Sieht fast so aus, ne? Sachen gibt's. Ja, zurückgeworfen. Jawohl. Spiegel. Hier kann man doch bestimmt, hier kann man hochklettern. Okay. Ah ja. Da oben haben wir unseren Handtaschenanhänger. Okay. Ach du Scheiße, hier kommen wir auch noch rüber. Uff, what? Ey, sag bloß, ich kann mich da oben lang schwingen. Stufenaufstieg, Stufe 35. Oh Gott, tatsächlich, Alter. Ah, okay. Haben wir. Wo ist denn der Sporttaschenanhänger? Das ist ja seltsam. Okay. Smash. Rasputin Smash. Meine Matratzenfabrik. Ehrlich. Ist ja wie bei Hotshots. Die Sekundärziele sind eine Akkordeonfabrik und eine Mimenschule. Ach Gottes Willen. Zerstörung und Terror. Die riesige Kinderbestie zieht eine blutige Spur der Kinderbestie durch unsere hilflose Stadt. Unsere edle, freiwilligen Marine ist entsetzt von der gefühllosen Zerstörungswut, die dieses finstere, perverse, nur als Brillogor bekannte Geschöpf an den Tag legt. Auch wenn ihr Gewalt in jeder Form zuwider ist, sieht sich die Marine gezwungen, ihre garantiert hundertprozentig monstersicheren Anti-Monster-Geschütze aufzufahren. Lasst euch beim Kinderstehlen nicht erwischen. Die monstergeschützten Anti-Monster-Kanonen, ah ja. Weiß ich nicht, ob wir da war noch schon ran. Oh. Alter. Okay. Ja. Sehr monstersicher. Hallo. Hallo, Gor. Was machst du denn hier unten? Ich will an diesen Kutschamera-Turm ran, damit ich ihn kaputt machen kann. Der Lasertunnel, Hallo, Gor. Dort müssen wir durch, sonst erreichen wir Kutschamera's Insel nie. Aber ich dachte... Schrecklich laute Panzer. Das ist kein Ich, Hallo, Gor. Ja, aber in Vorsicht. Also pass schön auf. Ich kümmere mich um euren Lasertunnel, aber dann reden wir mal drüber, wer diese Revolution anführt. Okay, alles klar. Hallo.
Anglerladen. Mein Anglerladen. What the fuck? Was war das denn jetzt? Ach so. Hab ich gar nicht gesehen. Tun die echt respawn tun? Ist ja schrecklich. Gottes Willen. Okay, hier oben kann man auch lang schwingen. Aber muss man das? Ach, tatsächlich, um an den Hubschrauber da oben ranzukommen. Oh, das war knapp. Oh. Oh nein, weil das war so klar. Alter, das nutzt er mal voll aus hier. Du Penner. Da voll ausgenutzt. Dass ich hier mit Schwingen beschäftigt war. Medusa, wie gefällt dir Brawlhalla? Ach, sehr schön, erwischt. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nö, ne? Alles gut. Mir fehlt trotzdem der verdammte Sporttaschenanhänger, verstehe ich nicht. Vorsicht, geht doch mal aus dem Weg, Leute. Panzer. Achso, Panzerabfall. Gottes Willen. Meine Güte. Was ist denn hier für ein Auflauf? Ah Gott, ich bin gleich tot. Ich hab mitgekriegt. Könnte mal einer von euch so ein bisschen Lebensenergie droppen? Das wäre eigentlich nicht schlecht. Hier auch immer wieder neue kommen. Gerade mal ein bisschen konzentrieren hier, nicht, dass ich wirklich noch verrecke. Verstehe ich nicht. Na gut, dann müssen wir wohl erstmal hier durch. Dann machen wir das mal. Oh, so viel dazu. Hä? Kann ich mich nicht bewegen? Muss ich mich da bewegen währenddessen? Oh, wo zum Geier bin ich? Oh, alles klar. Aber hier hinten bin ich jetzt schon fertig gewesen, oder? Ja, okay. Seltsame Checkpoints. Da, 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 da. Hä, wie soll ich denn hier durchkommen? Panzer aufheben. Panzer aufheben? Was für ein Panzer? Achso, ich kann Panzer aufheben. Das ist ja gut zu wissen. So, jetzt habe ich einen Panzer. Und nun? Vorsicht. Panzer werfen. Aha. Soll ich den hier reinwerfen? Toll. Nein, verdammt nochmal. Oh. Falsche Taste. Immer die falsche Taste. Ah ja. Ach so. Wird direkt in alle Richtungen zurückgeschleudert. So, das Gefängnis zerstört den Piloten. Oh. Ah, fuck. Das Gefängnis zurückdings und den Piloten Dingsbums. Ja, alles klar. Konnte ich wunderbar lesen. Stufenaufstieg. Hier haben wir den nächsten Anhänger, aber immer noch nicht zu dem, den ich eigentlich brauche. Hä? Das verstehe einer, wer will. So, na gut, dann erstmal den hier abgefrühstückt. Ha. So. Ja, Gefängnis, wir kommen gleich dazu. Erstmal natürlich schön das Optionale. So weiter hinten läuft eine peinliche Erinnerungskiste weg. Aber nicht für lange. So, Belagerung von Lungenfisch City. Friedliche, fröhliche Lungenfische in ihrer natürlichen Umgebung. Dann kommt Kochamara und sagt Hallo. Und die ganzen kleinen Lungenfische beten ihn an anscheinend. Okay. Unter Kochamaras Anleitung wird die Stadt errichtet. Eine sehr große Stadt. Und nichtsdestotrotz, Verbrechen halten Einzug, beziehungsweise der Widerstand, so wie es aussieht. Der Widerstand gegen Kochamara. Und das war's. Interessant.
Was mache ich denn mit dem Luftschiff? Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich das greifen? Ausgezeichnet, da ist es. Ausgezeichnet, da ist es, okay. Freiheit! 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 Diese Monsternummer! Ist das alles, was uns eingefallen ist? Wir hatten nicht viel Zeit und er ist gut im Kaputtmachen. Echt jetzt? So toll war das nun auch nicht. Aber los, hauen wir hier ab. Hey, oh, Mecker-Fritzen jetzt immer. Nehmen Sie mir nicht übel, Pelogor. Er hat lange im Gefängnis gesessen. Er ist der einzige Pilot, den der Widerstand hat. Und er hat einen tollen Plan. Ja? Wir treffen uns am Damm. Dort setzen wir ihn in die Tat um. Gehirne, Gehirne. Oh. Oh, ja, okay. Anscheinend kommen wir jetzt auf den Damm hoch. Aber wo zum Geier ist der eine Sporttaschenanhänger? Ich meine, ich habe auch nichts rumwackeln sehen. Normalerweise sieht man ja immer so fett rumwackeln. Kein Plan. Ich hasse dich, Trilogon! Ruhe. Au. Hä? Ich gehe nochmal gerade zurück. Das kann nicht sein, dass ich hier den völlig vergessen habe. Ach, jetzt haben wir den Anhänger. Ach, der war das. Ich habe jetzt so eher gedacht, das ist so eine kleinere Tasche. Aber nein, die Farbe ist natürlich eindeutig. Na gut. Gut. Dann haben wir den und ich kann in Ruhe schlafen. Beziehungsweise gut schlafen heute. Weil wir auch diese Tasche bekommen haben. Die Taschen sind das geringste Problem hier an sich. Die Spinnenweben sind dann wirklich das, wo man nachher nochmal rein muss hier. In das entsprechende Level, weil wir haben halt den Spinnenweben-Entferner noch nicht. Und auch halt peinlichen Erinnerungen-Dingsbums, die brauchen wir natürlich noch. Ich weiß gar nicht, ob es davon mehrere gibt. Warte mal kurz. Wir gucken einfach mal. Siehst du, genau, ein von zwei Schatzkammern. Und ja, fünf Spinnenweben, ne? Oh, wieder nur 50 von 113. Truppbilder, okay, na gut. Hälfte des Levels anscheinend rum. Oder so. Ha! Du siehst, unser Plan ist genial, Prelogor. Na klar. Zuerst drucken wir Flugblätter. Dann werfen wir sie aus der Luft überall über der Stadt ab. Aha. Und schon 6 Monate später haben wir die Einwohner von Lungenfisch City überzeugt. Welche Einwohner? 6 Monate? Wenn dir unser Plan nicht passt, schlag einen besseren vor. Ja, es gibt viel zu tun. Bevor die Woche um ist, müssen wir das Papier auswählen und einen preiswerten Drucker finden. Ja, ich habe da eine viel bessere Idee. Pass mal auf. Au! Ja, so macht man das. Hau ab! Hau ab! Hau ab, sagt er. Okay, siehst du, so kommen wir hier rüber, geht doch viel schneller. Mit dem Luftschiff über den Damm gelangen. Erledigt. Die Wolkenkratzerinsel erreichen. Das wäre dann wahrscheinlich die da hinten, okay. Wir gehen erstmal den Damm lang. Kann man auch wieder oben schwingen, theoretisch. Wie soll ich nach hochkommen? Und wozu? Erstmal. Gepäckstück Nummer 3. Von vier. Ausgezeichnet. So, auch hier eine weitere Spinnwebe, mit der wir noch nicht wirklich was anfangen können. Oh, das war nötig. Jetzt haben wir wieder 3 Leben. Dich kriegen wir nicht kaputt, alles klar. Und runter... Nö, müssen wir auch nicht mehr. Alles gut. Eines meiner Lieblingslevel. Muss ich dazu sagen. Ja, einfach weil es so eine schöne Abwechslung zu den restlichen gibt. Aber das ist eigentlich so ziemlich jedes Level. Jedes Level sehr abwechslungsreich gestaltet. Und halt immer natürlich auf die entsprechende Fähigkeit aufgebaut, die wir erhalten. Wie hier zum Beispiel mit dem Schild. Ich glaube, die Häuser sollte ich mir aufheben. Wenn wir wirklich knapp an Leben sind, weil da sind irgendwie immer die Lebenspunkte drin. Okay, hier schießt das Schiffchen. Und wir schießen zurück. Oh, armes Schiffchen.
Oh Gott, ein Haufen Druckbilder hier. Viele, viele Druckbilder. Psy-Kraft-Upgrade erhalten. Hand-Mega-Bombe. Nachdem du eine Handbombe geworfen hast. Ja. Drücke X so schnell du kannst. Je öfter du die Taste drückst, bevor die Bombe am Boden aufschlägt, desto größer ist der Bonusschaden. Welche Handbombe? Das ist doch bestimmt die, oder? Ach so, warte mal. Ah. Alles klar. Die Boden, die Ground-Attacke. Oh, Vorsicht. Au. Mach nicht sowas. Oh, wie man die einfach auch überhaupt nicht sieht hier. In den Häuserschluchten. Ich hätte gerne abgewehrt, aber ich war in der Animation gefangen. Ha, das hat gerade so gereicht. So, dich machen wir direkt mal kaputt. Nein, ich treffe nicht. Bist du weit weg. Und die zielen auch noch. Alter, so, Anhänger Nummer 4. Kann ich jetzt endlich mal den Kollegen da hinten kaputt hauen? Och, schön, schön overvoltet über die, über das Schild. Ah, ich komme nicht ran. Jetzt, alles klar. Ein Schiff weniger. So, warte mal. Erstmal hier vorne ein bisschen klar Schiff gemacht. Ist noch viel zu viel Gelumpe, was ich brauche. Oder was man einsammeln kann. Da. Oh, was haben wir denn da? Munitionsnachschub. Gut. Aha. Wird vor allen Dingen auch ein bisschen vertikaler. Na gut, das hatten wir ja aber bei Agentin Mia Vodalos Dingsbums schon genug gehabt mit Vertikalität. Aber war eine andere Geschichte mit dem Schwebe. Mit dem Schwebeskill. So, du noch und ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Du musst ja echt aufpassen, wenn du alles haben willst. Oder zumindest das, was man sieht. Weil sich hier echt echt viel einfach mal hinter der letzten Ecke auch versteckt noch. Aber hier sieht es soweit gut aus. So, der nächste Abschnitt. Gehen wir nach rechts oder nach links? Ich glaube, also da hinten dürfte Wolkenkratzer-Insel-Dingsbum sein. Okay. Gehen wir da erstmal hier lang. wie die Gebäude unter uns wegbröckeln. Rums. Sehr lustig. Stell dir vor, du bist hier ein armer kleiner Lungenfisch in Lungenfisch City und dann kraucht dir einer am Gebäude lang. Mucke dazu auch. Ich freue mich ja so auf den zweiten Teil, ehrlich gesagt. Und bin froh, dass ich das noch reingeplant bekomme, hier vorher den ersten Teil nochmal ordentlich und ausgiebig zu spielen. Muss ich ja dazu sagen. So, ich glaube, wir müssen unten erstmal so ein bisschen... Au! Ein bisschen klar Schiff machen, ja. Da können wir einfach drüber latschen, ist mir gerade so aufgefallen. Au! Wisst ihr, so geht's auch. Mich hier drüben nicht noch. Oh, einen gesehen, ich wollte gerade sagen. Um der Ecke war er. So, ja, Lebensenergie. Den Dingensmagnet müssen wir auf jeden Fall noch in der Haupthalle holen. Im Hauptgebäude. Den Itemmagnet. Können wir jetzt hier bitte mal hoch? Danke. Jawohl. Oh! Mächtiger Sprung. Ah, da hinten? Ah, hier, über die Schiene geht's weiter. Ah. Okay. Dann machen wir das so, aber erstmal hier ein bisschen fertig werden. Guck mal, viel übersehen geht so, ne? Hält sich in Grenzen. Ich glaube, das ist hier so ziemlich noch das Einzige. Ah, da hinten ist noch eins. Ach so, da drüben ist noch das Stückchen Restinsel vom Pier da. Was? Wie sie hier einfach wieder gerespawnt sind. Au. Ach ja, hier aus dem Tunnel raus, ja. Klasse. Au.
Aus dem Tunnel raus wurde ich gerade beschossen. Das ist ja furchtbar. Aha. Das hast du dir so gedacht. Kann ich mal bitte die Lebensenergie einsammeln? Danke. Ah, oh, ja toll. Direkt wieder beschossen worden. Kann man ja eigentlich generell durchs Wasser... Ich wollte gerade sagen. Schön, dass die Lebensenergie da drin rumspringt. Naja. Habt ihr euch gerade gegenseitig abgeschossen? Oh. Ah, das ist ja nicht so günstig. Na toll. Dass das Boot dann einfach untergeht. Hä? Und der mit seinem Laser? Kommt irgendwie auch nicht wirklich klar. Hä? Jetzt aber. Oh Gott. Ah, das war knapp. Das war knapp. Achso, jetzt sind wir hier hinten. Achso, wir wurden beim Damm wieder abgesetzt. Okay. Alles klar, wenn es sein muss. So weit war es ja nun doch wieder nicht. Oh, einmal Leben noch. Na klar, nehmen wir mit. Hallo? Jetzt. Oh, so halb voll. Da können wir ja wirklich mal ein bisschen was kaputt machen, um hier in Leben zu kommen. Wo wir doch wahrscheinlich eh nicht wieder hier hinten langkommen. Gott, das wäre immer so ein Hirn. Ein Hirn füllt das Ding wieder auf. Da, 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 da. So, wo sind wir schön geblieben? Hier drüben, ne? Genau, lass mich raten. Die Wolke ist kaputt. Wir müssen woanders lang. Oder? Oh, wir können über die Kabel. Wir können tatsächlich über die Kabel. Meine Güte. Ah, warte mal. Ich will trotzdem mal gucken, was hier hinten mit dem Zug ist. Ich glaube, da wird nicht keiner lang. Kann ich hier einfach so rüberspringen wahrscheinlich. Oh Gott, das ist... Hallo, ich habe gerade meine... Das ist ja frech. Ich konnte meinen Doppelsprung nicht machen. Warum nicht? Ach so, oh, na gut. Na, wenigstens hast du mich hier wieder abgesetzt. Yay. Rums. Aha. Ja, tatsächlich. Wer hätte das erwartet? Gibt es hier wenigstens irgendwie so Geheimgedöns? Irgendeine Geheimabzweigung? Nee, ne? Kofferanhänger, der vierte, glaube ich. So, angekommen. Wir begrüßen heute den Star der beliebten Serie Puppen voller Schuppen, Buddy Finn. Buddy, wie siehst du die Brillogor-Situation? Wird er nur missverstanden? Keinesfalls. Ich hasse Brillogor. Ist nicht der gleiche? Meine Fans schließen sich diesem Monster nicht an. Er hasst alles, was Lungenfischen heilig ist. Luft, Wasser, Familie, die Wirtschaft. Buddy, dann freust du dich bestimmt, dass die Marine nun auf das zurückgreift, wofür sie berühmt ist. Ne? Flugzeuge! Yeah. Wir freuen uns also auf Brillogors bevorstehenden Tod. Und natürlich auf ein Wiedersehen mit Buddy. Jeden Donnerstagabend um 8 hier auf LBC. Danke, lassen Sie mich noch eins hinzufügen. Wer ein Menschenkind stiehlt, sollte es sofort in die verlassene Irrenanstalt unterhalb des Sees bringen. Brillogor, komm rein. Wir haben diese Schiffe in deinem Namen requiriert. Wir bringen sie in Position, damit du den Kochamara-Kanal überqueren kannst. Das klingt gut. Um auf Kochamaras Insel den Kochamara-Turm zu zerstören. Kochamara, Kochamara. Natürlich haben wir das größte Vertrauen, dass du die Sache bald im Griff hast, Brillogor. Aber wir... Also wir halten es, doch für das Beste. Wir haben uns entschlossen, hier auf unserem Posten zu bleiben, bis du die Gegend von allen Feinden gesäubert hast. Natürlich, jawohl. Natürlich. Aus versicherungstechnischen Gründen. Ja, 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 ja. Ja, und natürlich für die Freiheit. Für die Freiheit. Oh Gott, wir haben direkt mal irgendwie hier von völlig weit oben abgesetzt. Warum kann ich denn... Jetzt klappt's wieder. Von der Schiene aus kann ich keinen Doppelsprung machen. Das ist aber eine sehr seltsame Einschränkung. So, auf jeden Fall... Hallo. Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal rüber. Hier ist nämlich noch ein Trugbild. Achso, und hier müssen wir generell noch irgendwie rüber. Ach, scheiße. Mein Käseladen! Alter!
ist mit euch nicht in Ordnung? Au! Das war schön alles kaputt schlagen. So, haben wir. Sehr schön. Gottes Willen. So, erstmal so ein bisschen klar Schiff machen hier. Au! Stand so ein bisschen im Weg, der Kollege. So, jetzt können wir uns um die Stadt kümmern. Endlich mal so ein bisschen aufräumen hier. Es ist so unordentlich mit den ganzen Häusern. Ah ja, super. Jetzt sind wir auch schon wieder voll mit Lebensenergie. Ausgezeichnet. So, hier wären wir rausgekommen, wenn wir die Brücke statt den Zug genommen hätten. Da haben wir den Koffer. Da, da, da. Wir müssen unbedingt da oben hinten auf das Hochhaus noch drauf. Da ist ein Leben. Das will ich unbedingt haben. So, wie sieht's denn hier aus? Da hinten? Oh, fast nicht gesehen. Aufgrund von 2D und so. Oh, Gottes Willen. Andersrum bitte. Danke. Da unten. Au, das ist der zweite Koffer. Der zweite Geheimnis-Dingsbums. Jawohl. So, Lungenfisch und Loboto. Wer auch immer Loboto ist. Das ist auf jeden Fall der Lungenfisch. Achso, der Lungenfisch mit seiner Luftblase. Ah ja. Lungenfisch wird gefangen von irgendeinem Typen mit dem Netz. Heißt, achso, der Zahnarzt heißt Loboto. Ah ja. Loboto und der Lungenfisch. Der Lungenfisch wird gentechnisch und wissenschaftlich und whatever manipuliert hier. Aha, und auf jeden Fall auch mit Eisenplatten verstärkt. Und dann wieder in die Natur rausgelassen. Und da hinten sehen wir auch Coach Oleander. Der mal eindeutig böser ist, als er gesagt hat. Ne? Ja, interessant. Ist das so, läuft das hier mit den Lungenfischen? Vor allem der eine Lungenfisch. Da oben haben wir noch ein Druckbild. Hops. Oh Gott, da drüben. Hops. Jawohl. Haben wir das auch da oben? Ist meine Güte, da oben ist auch noch eins. Auch richtig weit oben. Wie sollen wir denn da rankommen? Unten haben wir übrigens eine Anzeige, wie viele Flugzeuge, beziehungsweise wie viele von der Marine noch ausgesetzte Flugzeuge vorhanden sind. Oh Gott. Hops. Jawohl. Alles klar. So, da haben wir das auch. Dann können wir hier ruhigen Gewissens rüber. Alter, ich bin gesprungen. Landen die Bomben von oben immer an den gleichen Stellen? Oder landen die unterschiedlich? Das ist gerade so mal meine Frage. Die landen überall und nirgends. Okay. Wir fangen am besten mal von hier hinten an. Also ich würde gerne hier, danke. Dankeschön. Erstmal einen Überblick beschaffen. Ich meine, nach oben müssen wir ja sowieso, wenn wir uns die Flugzeuge vorknöpfen wollen. Aber natürlich erstmal. Gib her, danke. Ah, da ist noch eins. Sind wir schon wieder unten. Alter, ich sehe, diese dämliche Schiene macht mich fertig hier. Mir irgendwie immer die Mobilität klaut. So blöde, wie es sich anhört. Ja, jawohl. Da ist auch noch, auch mal, auch das ist mein Druckbild. Alter, wie hoch das hier geht. Gottes Willen. Alter. So, die müssen wir jetzt irgendwie abschießen. Jetzt kommen die von hinten. Au, so viel dazu. Dankeschön. Dankeschön, ihr gar freundlichen Flugzeuge. Ich würde hier gern von der Schiene runter, ehrlich gesagt. Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Gar nicht so einfach, die abzuschießen. Hier kann ich jetzt nicht schießen, ne? Schade eigentlich. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ah, knapp daneben. Eins haben wir nicht getroffen.
Das kurft jetzt da drüben. Hallo, das kurft jetzt da drüben rum. Oh, der macht den Doppelsprung nicht, wenn er soll. Wie frech ist er denn? So, wo ist denn jetzt hier das nächste? Da ist das nächste Druckbild. Okay, und schon gekascht. Und den Koffer krallen wir uns auch noch gleich. Beziehungsweise die Huttasche. Oder so. Wer sich da besser auskennt, kann mir das ruhig sagen. Was ist das für eine Tasche? So, und wo ist vor allen Dingen... Warum bin ich jetzt wieder unten? Ist das gemein. Oh. Allergeistiger Müll sortiert. Urtümliche Erinnerungen. Bla bla bla. Sehr gut. Wir können mal gucken, was bla 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 bedeutet. Oh, uns fehlen noch 3 Druckbilder. Okay. Und bla 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 bedeutet sowohl die Taschen als auch das, die peinlichen Erinnerungen. Da hinten haben wir Nummer 1 und Nummer 2. Und hier ist Nummer 3. Jawohl. Wir bekommen jetzt tatsächlich mal alle verdammten Druckbilder. Es sind auch null Dinger so drüber. Okay, und hier ist ja mal eindeutig mit den Booten dann letzten Endes. Alles klar, nehmen wir uns das gerade mal auf. Aber das Ding ins oben fehlt noch. Scheiße, warte mal. Auf welchem waren das jetzt? Kannst du mal bitte von der verdammten Schiene runter? Dankeschön. Die maximale Hirnebenen-Dingsbums, die hier oben noch rumeiert, will ich auf jeden Fall noch haben. Da oben ist er, okay. Oje, Weitersprung. Meine Güte. Da. Maximale Projektionstiefe erhöht. So, wir haben jetzt alle alle Flugzeuge. Könnt ihr jetzt mal bitte hier rankommen? Mit euren... Mit den Booten. Wo sind denn die jetzt? Hallo? Wie tue ich denn das jetzt triggern? Dass die hier rankommen. Ich meine, ohne Boot komme ich da nämlich nicht rüber. Gehe ich gerade mal davon aus. Toll. Wo sind denn die? Ich fahr mal kurz zurück. Meine Güte. Hui. Alter. Ich kann ja nicht zurück, oder was? Er ist aber auch sehr langsam unterwegs. Der gute Rasputin. Rasputin. Da. Na gut, dann halt hier lang. Ist mir auch egal. Herrje, er ist immun gegen Kugeln und Liebe. Er ist immun gegen Kugeln und Liebe. So, was ist denn jetzt hier mit den Booten? Verdammt nochmal. Die sind doch da hinten, ne? Wer macht denn hier drüben schon wieder so einen Stress? Die hängen da hinten rum. Und nu? Warte mal. Was sagt denn unser Ziel-Dingsbums? Alle Flugzeuge zerstören, damit die Frachter anlegen können. Einen Spinnenwelpen entfernen. Aber. Ja, wir haben doch alle Flugzeuge. Ich sehe doch null hier. Ich zähle doch eigentlich null. Da müsste das doch eigentlich schon hinhauen. Also, jetzt fände ich jetzt ein bisschen kacke, weil ich habe irgendwie so die Vermutung, dadurch, dass wir in der Zwischensequenz mit der Tasche anscheinend das letzte Boot, das letzte Flugzeug, meine Fresse, kaputt gehauen haben, dass das irgendwie nicht getriggert wurde. Warum auch immer. Ich würde echt gerne rüber. Das ist ein bisschen kacke gerade. Am besten, warte mal, pass mal auf. Ich tue mich mal gerade mal kaputt hauen lassen. Vielleicht setzt das dieses Flugzeug nochmal zurück. Oder die Zwischensequenz setzt es an. Oder gar nichts von beiden. Sehr schön. Ausgezeichnet. Das Geräusch, wenn die Palmen umknicken. Klack, klack. Klack. So, ja, nee, ja. Das ist ja doof jetzt. Ich krauch nochmal nach oben. Vielleicht kurft das Flugzeug ja noch darum. Warum auch mal. Aber wir merken ja auch keine Bomben fallen.
Das ist ja jetzt ein bisschen belastend hier. Dass die Flugzeuge weg sind und trotzdem triggert es nicht das Boot. Das Boot da hinten rechts. Knapp außerhalb des Clipping-Bereichs. Ja, wir versuchen es mal ohne. Also ich komme an das Druckbild ran, jawohl, aber ich komme nicht bis rüber. Was ein bisschen schade ist. Yeah. Toll. Sollte ich das Level vielleicht mal verlassen? Kann ich das Level verlassen? Mit dem Speck. Nee, Quatsch, nicht mit dem Speck. Mit dem Dingens. Wo ist es denn? Da, Riechsalz. Muss ich dann alles nochmal von vorne machen? Ich bin gespannt. Mann, das Zeug riecht ja widerlich. Will ich das wirklich tun? Will ich das wirklich tun? Ich möchte ganz wirklich dringend zurück in die echte Welt, ja. Ich möchte ganz dringend in die echte Welt zurück. Jetzt bin ich gespannt. Es ist sehr ungünstig. Rausgeschmissen. Das ist jetzt ja sehr ungünstig. Wir müssen es ja halt nochmal probieren. Soweit, wir kommen ja auch nicht wirklich weg. Lustigerweise. Hier ist nämlich kein Baumstamm, oder? Hier ist, glaube ich, kein Baumstamm in der Nähe, mit dem wir hier schnell reisen und abreisen könnten. Nope. Nix da. Tja. Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht, leider. In dem Fall. Noch einmal in Zorn rein. Jetzt bin ich gespannt. Uff. Wir begrüßen heute den Star der beliebten Serie. Oi, okay, der Abschnitt nochmal. Okay, der Abschnitt mit den Bomben nochmal. Okay, es ist jetzt nicht so viel, wie ich befürchtet hatte. Außerdem sind die Druckbilder trotzdem alle schon eingesammelt. Das heißt, wir müssen uns wirklich bloß noch um die Flugzeuge kümmern. Das ist natürlich ganz geil eigentlich. Aua. So, am besten direkt wieder von hier. Ach ja, schön drüber hier. Düsen sie schön direkt oben drüber. Und reißen mich mit runter. Ich sehe auch gar keine Anzahl jetzt mehr an Flugzeugen unten. Blöderweise, warte mal. Meine Fresse, ist das Spiel so kaputt jetzt gerade? Wo sind wir denn? Hier. Alle Flugzeuge. Ja doch, die Aufgabe haben wir auf jeden Fall. Haben wir sie jetzt alle? Eins ist noch. Jetzt ist immer noch eins da. So, komm mal her. Zwei. Eins. Zwei. Jetzt haben wir sie alle. Freiheit! Ja, na Gott sei Dank. Weniger Aufwand als befürchtet. Okay. Und wir sind in Richtung Kojama-Turm. Kojama unterwegs. Drei Boote. Jetzt müssten wir eigentlich erstmal hier lang. So, wir füllen uns noch mal gerade auf. Das sieht nämlich gerade sehr final aus. Na dann. Hops. Hops. Hops, meine Güte, das war knapp. Leider müssen wir Ihnen das mitteilen, Ende ist nah. Dass die elende, inkompetente Lungenfischmarine nahezu versenkt wurde. Toll gemacht, ihr Versager. Also muss jetzt Kuchamara selbst den ganzen Weg hier runterkommen, um unsere wertlose Haut zu retten. Die Behörden rufen zu einer großen Parade zu Kuchamaras Ehren auf, wenn er den lästigen Riesen Brelogor erledigt hat. Ist diese Parade groß genug, wird Kuchamara die Stadt nicht zerstören. Was heißt euch häufiger die Zähne und sabbert nicht so viel. Was heißt denn zerstören? Wenn hier einer was zerstört hat, dann bin ich das noch. Mann. So, gegen Kuchamara kämpfen. Ja, sofort. Pass mal, jetzt machen wir das nochmal mit den Palmen hier. Klack, klack. Voll lustig. Okay, ja, wir haben alle Druckbilder, wir haben alle Koffer. Kümmern, brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Ich sehe auch keine hier. Oh. Nein. Kuchamara. Naja.
Code Charmara. Code Charmara, jetzt habe ich es verstanden. Für Coach Oleander quasi, Code Charmara. Ausgebildet in komischen Kampfarten. Ja, mach doch einfach mal einen Split, richtig. Alter, wie er da einfach mal mithält. Aber Coach Charmara ist viel größer als ich. Gib auf, solange du noch kannst, Brillogor! Ich weiß, dass sie da drin sind, Coach. Keine Ahnung, von wo aus sie senden, aber ich finde es heraus. Und dann zeigen sie mir, was sie mit Lilly gemacht haben. Coach Charmara beherrscht nicht die Sprache des Riesenmonster-Jungen. Das einzige Wort, das sie brauchen, ist Autsch! Wuchtige! Ramme! Okay, einfach mal abwehren. Oben scheint er unverwundbar zu sein. Tödlicher Dreieckstrahl. Ich kann mich grob an den Kampf erinnern. Ah ja gut. Den tödlichen Dreieckstrahl müssen wir zurückschmettern mit dem Schild. Und die wuchtige Ramme abwehren. Das Interessante ist, die wuchtige Ramme macht er immer unterschiedlich. Macht er immer unterschiedlich schnell. Die Finger wackelt. Also hat Sascha dir gezeigt, wie man seine aggressive Energie spart. Schon. Rajama. Kochama. Nein, entzieht er mir gerade die Feuerkraft. Der Penner. Fuchtige. Oh. Ach so. Überaus komplizierte Kombination. Schwer zu vermeidende Bereichsangriff! Gottes Willen, ey. Okay, schwer zu vermeidender Bereichsangriff, den können wir tatsächlich so blocken, dass er aus dem Gleichgewicht gerät. Interessanter Kampf auf jeden Fall. Drajama. Komm doch mal einfach wieder runter, bitte. Wuchtige Ramme. Tödliche Dreieckstrahl. Wuchtige Ramme. Bodenversion. Au. Shit. Au. Überaus komplizierte Kombination. Schwer zu vermeidender Bereichsangriff. Da ist er wieder. Oh, scheiße. Wuchtige Ramme. Überaus komplizierte Kombination. Schwer zu vermeiden. Überaus komplizierte Kombination. Schwer zu vermeidende Bereichsangriff. Jetzt ist er down. So. Kaputt gehauen. Gottes Willen. Der Coach. Coach Hammerer. Tut's mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Endlich. So ein Drama, Klaus. Jetzt kommt Brillogor. Okay, Tom. Jetzt bist du dran. Kann ich noch hauen? Ich kann noch weiter hauen. Schön. Ja, er war böse. Aber er hat viele Straßen gebaut. Sehr nett. So, gucken wir doch mal. Also, Coach Hammerer besiegt. Erklimme den Turm. Machen wir aber erstmal schön ein bisschen auffüllen. Man weiß ja nie. Ja, interessant. Auch direkt mal in den Bug reingelaufen. Mit den Flugzeugen gerade. So, auf den Turm. Auf den Turm. Medusa, wie ist denn du? Wie ist denn du hier, Dingens? Paul Haller, erzähl doch mal. Während ich hier so schön hochlatsche. Oh. Aus Versicherungsgründen.
Nein. 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 Oh. Tja. Kochamara. In Flammen. Au. Feinde, übernimm diese hässliche Kröte. Er muss für mich keine Kinder mehr entführen. Ich habe das Hirn eines kleinen Mädchens in meinem Labor stark genug, eine Armee von Psychoblaster-Todespanzern anzutreiben. Was? Was? Sie haben das Gehirn eines kleinen Mädchens. In meinem Labor. In meinem Labor. Ich glaube, Sie haben auch die Muskeln eines kleinen Mädchens. Ja, der war gut. Sind echt noch so viele am Leben? Hätte ich nicht erwartet. Was? Wer ist das? Ich bin's, das Wesen des Geists. Hier drüben. Ja. Das Wesen, dessen Geist der Böse einst versklavt hatte. Du hast meine Seele befreit und ich werde mich revanchieren, mächtiges Menschenkind. Oh, toll. Dann zeig mir doch, was du mit meiner Freundin Lilly gemacht hast. Beim ertränkten Geist von Oblongata. So soll es sein. Hart. Ja, kam ja vorhin auch der dezente Hinweis von wegen, ja, wenn ihr ein Kind entführt, bringt es auf die andere Seite vom See zum geheimen Labor. Wo wir jetzt gerade auch selbst ankommen. Und ich wahrscheinlich trotzdem nochmal direkt zurück muss. Wenn du den See überqueren willst, geh einfach an eine der Küsten und rufe mich damit. Womit? Danke, Monster-Lungenfisch. Weißt du, du bist gar nicht so hässlich, wie alle sagen. Nenne mich jetzt ruhig bei meinem wahren Namen, Rasputin. Oh, gleich Medusa. Dem Namen, den mein Volk mir gab. Und was ist das für ein Name, edle Seekreatur? Edle Seekreatur? Linda. 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 Was für eine magische Dame. Gar keine Stellen mehr zum weiteren Beulenklopfen. Den Spruch von der letzten Folge fand ich auch gut. Ach je. So, auf den Turmkleider, um die Antenne zu zerstören und Lilly retten. Jawohl, machen wir gleich. Also erstmal muss ich hier lesen. Kann schlecht einschätzen, weil mein Internet gerade etwas kahake ist. Spiel das schon seit einer Stunde nicht mehr. Und dafür, dass ich erst zwei Runden gespielt habe, spielen die alle so, als hätten die nur einen Monat Pause gemacht und mussten sich nur kurz einspielen. Die anderen aus dem Discord, nehme ich an. Habt ihr das euch heute etwa so generell vorgenommen gehabt? Ich wusste von nichts. Was haben wir denn hier? Lillys Armband. Okay. Ich will gerade, sagen wir gleich nochmal zurück. Wie viele Pfeilspitzen haben wir denn jetzt gerade eigentlich? Sehe ich das irgendwo? 291. Okay. War 800 der Spinnweb-Inferner, ne? Ich guck mal, ich bild mir ein, oben war ein Schnellreisegedöns. Wäre aber unsinnig, wenn ich jetzt hier mit Linda wieder zurück soll. Habt ihr Krähen einen... Hey, ich rede mit euch, Schwachköpfe. Krähen. Was haben wir hier denn? Für wen arbeitest du? Was? Ich gehöre zu den Psychonauten. Zu den was? Ach so, die anderen normalen. Okay. Das passt nicht. Das passt überhaupt nicht. Vielleicht bringe ich ja doch was durcheinander. Oh, okay, aber... werden gelenkt am Steuer sitzen. Eichhörnchen. Und zwar im Kampf um eine durch den Eingang ins Irrenhaus gelangen. Okay. Richtig. Aber eins weiß ich ganz genau. Sie Ochi zockt übrigens vor, sei es. Schon seit 68 für die Spielzeug. So, okay. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, nochmal kurz in die Dingenshalle, ins Hauptgebäude zu gehen. Weil ich möchte den Magneten. So, was war es hier? Lungenfisch, was? Während deiner Abwesenheit, was? Was ist denn jetzt los? Warum geht denn hier Discord auf? Warum ist jetzt hier gerade Discord nach oben geploppt und hat mir mein Spiel pausiert? Interessant. Das ist mir auch noch nie passiert. Okay, da sind wir wieder da. Seltsam. So, einmal tröten. Hey, wenn du das Ding am Strand bläst, dann wird dein Freund der Lungenfisch aus dem Wasser kommen und dich auf die andere Seite des Sees bringen. Willst du das wirklich machen? Ja.
niemand aus dem Discord, sondern ein normales Spiel, also normale Leute. Woher willst du denn wissen, dass sie einen Monat Pause hatten? Überfahrt. Ja, ja. Kann es nicht einfach sein, dass sie jeden Tag spielen? Im Gegensatz zu dir? Oder so? Weiß man ja nicht. Also irgendwie macht meine Maus hier gerade außerhalb des Bildschirms, was sie will. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Na gut, solange mich das hier nicht betrifft. Alles gut. Okay, zurück zur Haupthalle. Wir nehmen natürlich noch jede Pfeilspitze mit, die wir hier irgendwie kriegen können. Auch wenn es nur die popeligen einfachen sind. Das war nur ein Vergleich, keine Behauptung. Ah, so. Ja, aber nur einen Monat, selbst dann wäre man noch einigermaßen eingerostet. Und ich denke, du spielst das jetzt zum ersten Mal. Das ist doch eigentlich kein Wunder, dass du da ein wenig hinterherhängst. Mit dem Skill oder so. Und Internet ist auch schon wieder kacke. Mann, 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 was habt ihr einfach alle mit eurem Internet? Das ist sie genauso. Finde ich so schade, dass sie nicht streamen kann, weil er scheiß Internet hat. Mann, Mann, Mann. Ich würde gern wissen, wie es bei Moss weitergeht. Ich bin so versucht, einfach mal selber weiterzuspielen. Will das aber eigentlich bei Dizzy gucken. Hey, gibt's was Neues? Sieh dich und bla bla bla. Ah, hier, das wollen wir haben. Ist etwas, das jeder junge Psych hat. 400. Shit, da fehlen noch 100. Das wäre dann alles. Okay, pass auf. Wir suchen uns jetzt einfach nochmal ganz geschmeidige 100 Pfeilspitzen zusammen. Denn also gerade dieses Magnetding wird jetzt sehr nützlich werden. Ach, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier ist irgendwie so ein Ist das der haarlose Bär, der hier unterwegs ist? Krass. Ach nee, ist eine Katze. Okay. Ach, ich habe gar keine Energie mehr. Au. Was ist denn mit diesem Tiger los? Verrecke Tiger. Psycho-Tiger. Du gingst davon aus, dass Brawlhalla ein skillbasiertes Matchmaking hat. Ach so, hat's nicht. Alle gegen alle. Egal, ob's der Meister ist oder nicht. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich richtig doof. Also so wie quasi, wie bei Smash Brothers mit diesen, ja auch eigentlich mit diesem Skill-Punkte-Dingsbums, die du da sammelst. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber da konntest du auch so Punkte sammeln. Relativ viele sogar im Verhältnis. Dann wurdest du so irgendwie so eingestuft. Was wollte ich denn jetzt? Achso, die Wünschelrute. Die Wünschelrute wollte ich mir holen. Wir brauchen doch nur 100. Ich spüre gar nichts. Hier dürften keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Wir brauchen doch nur 100. Haha, hier haben wir was. Ich sehe noch nichts. Na? Da haben wir was. 315, siehste. Viele sind es nicht, die fehlen. Boing. Ich spüre gar nichts. Ja, ich gehe schon weiter. Hier dürfen keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Ah, aber hier drüben. Da. Immer 20, okay. Bitte denk daran, die Tiere beim Flüsterfelsen weder zu streicheln noch zu füttern. Naja. Ich spüre gar nichts. Wir dürfen keine tief vergrabenen Pfeilspitzen sein. Ach, hab ich mir jetzt erschrocken. Ich bin voll erschrocken hier. Alter. Alter, ich merk schon. Psychobär. Also, ah. Psychobär, das gibt's ja nicht. Der macht mich voll fertig. Ich wollte doch nur Pfeilspitzen sammeln. So ein Penner. Ich bin jetzt erschrocken. Nun hat hier einfach so ein blöder Bär rum. Lässt er mich jetzt in Ruhe oder kommt er mir hinterher? Weiß ich nicht. Der Bär. Empfangsbereich. Okay. Empfangsbereich?
Ach, hier kann man auch wieder hin. Ah, guck mal. Aus dem Intro. Huch, und ich höre schon wieder einen Bär. Wo ist denn der diesmal? Geht's denn hier noch hin? Hä? Das kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor hier. Da hinten ist der nächste Bär im Wald. Okay. Da fuck. Brauche dringend ein wenig Lebensenergie. Ehrlich gesagt. Ah, hier zum Beispiel. Wir labern gleich nochmal mit dem Kollegen da oben, Agent Ford. Aber erstmal gerade hier so ein bisschen Pfeilspitzen eingesammelt. Mach mal sein schönes Mobiliar hier kaputt. Mann. Alles für unser Überleben. So, lass mal sehen. Wünschelrute. Na, das sieht doch gut aus. Ah. Oh, das waren viele. 378, fünf ist noch knapp 20. Sind aber auch viele in der Nähe hier. Ah, natürlich beim Bären, war ja wohl klar. Mist. Da hinten ist ein Tiger. Alter, was ist denn hier los? Hallo Bär. Ich wollte bloß das haben. 413, alles klar, wir sind fertig hier. Wir sind sowas von fertig hier. Auf zur Haupthalle. Meine Güte. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kraller? Bring mich zu den Wohnhütten der Kinder. Das wollte ich zwar nicht, habe mich einfach verklickt, aber ist okay. Alles ist besser als hier. Ja, Brawlhalla, also ich habe es auch mal kurz probiert gehabt und mir ging das halt total auf den Sack, dass sie irgendwie so wie bei Team Fight Tactics, also Quatsch, hier Dingens, bei LOL die ganzen Helden irgendwie nicht alle freigeschaltet waren oder mit Geld freigeschaltet werden mussten oder irgendwie sowas. Fand ich alles nicht wirklich toll. Naja, aber Smash Brothers scheint ja auch so nicht mein Spiel zu sein. So, einmal jetzt war das verdammte Magnet-Dingsbums. Das ist mein Lab, damit kannst... Ja, das ist etwas... Ja, das will ich haben. Ausgezeichnet. Von nun an ziehst du automatisch nützliche metalle Energien von Weitem an. Was kann ich sonst noch für dich tun? Das will ich haben, sehr schön. Sammle mehr Pfeilspitzen und komm dann wieder. So, okay, dann wieder zurück zum See. Und in Richtung... der Irrenanstalt. War hier hinten, ne? Glaube ich. Ja. Haut hin. Was ist denn eine Katze? Huch! Jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs mit dem Schwebeball. Ah, so. Langsam aber sicher kriege ich auch Hüngerchen, muss ich sagen. Sind dezent riesigen Fußspuren hier. So, der Lungenfischruf. Wie Linda das hört, weiß ich nicht. Wie steht's, Linda? Bereite dich auf die Überfahrt. Ja. Schnapp. Gulp. Leg gerade. Kommen wir jetzt direkt in die Irrenanstalt rein? Ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall, was dieses Spiel halt so ein bisschen so für Wendungen nimmt. An sich, am Anfang denkt man so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, Sommercamp. Und dann sowas hier. Total toll eigentlich. So, also kommen wir jetzt da hoch oder nicht? Sieht nicht so aus, ne? Die Ärzte das Tor? Außen ausgesperrt und innen eingesperrt. Wir kommen nicht durch das Tor durch. Das die ist ein bisschen schade. Im Nationalpark, so wie die Intellektuellen. Und kommen wir nicht da hoch? Die Milchbosse, wir kommen nicht da so hoch. Ihre okay, quatschen wir mit dem Kollegen hier. Für wen arbeitest du? Ich bin der Wächter. Ich wurde ausgebildet. Und Hernando. Der Wächter, okay. So wie die Leute des Typs mit der wirkt definitiv wie einer, der weiß, was er sagt und macht. Du musst mich reinlassen, meine Freundin ist hier.
Tut mir leid, der Milchmann hat den Schlüssel. Ich bin der Wächter, nicht der Milchmann. Der Milchmann hat den Schlüssel. Und Ihre Marion. Wo ist der Milchmann? Ja, genau. Ich schätze, er schläft bei der Arbeit. Seine Milch ist köstlich. Jeder will sie haben. Er wird gleich hier sein. Dann haben die Lügen ein Ende. Der Milchmann wird gleich hier oder sein, oder vielleicht auch? Freunde, du musst mich reinlassen. Meine Freundin ist hier. Den Milchmann finden. Der Milchmann hat den Schlüssel. Ich bin der Wächter, nicht der Milchmann. Aha. Ich schwöre es. Ich weiß nicht, wo der Milchmann ist. Die Hunde fährten Leser. Glaube, er weiß was. Die Spielzeughersteller. Richtig. Und die kleinen grünen Cops. Es ist auch so ein bisschen Blödsinn so an sich. Kann ich mit dir die Tür benutzen? Haben alles optisch verletzt? Der Typ hat zweifellos übelgeistige Spinnweben. Du wirst wohl nicht besonders weit kommen, solange du nicht den Spinnweben etwa am Geschäft im Lager gekauft hast. Möchtest du es dann auch versuchen? Wenn du mir so fragst, also nein. Ich nicht wüsste, sie tun entsetzliche Dinge. So, das heißt, wir müssen jetzt hier echt die Spinnweben sammeln. Die Pfeilspitzen, 800 Pfeilspitzen sammeln, das ist natürlich super. Oh, okay, ich weiß nicht, ich würde sagen, das mache ich off-cam. Wir können das auch nicht off-cam machen. Medusa, bist du noch da? Hoffentlich, eventuell. Wenn nicht, entscheide ich das jetzt selber und sage, ich sammle die Pfeilspitzen off-cam und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Was meinst du dazu? Ich reise schon mal zurück. Ne? Weil ich jetzt die 800 Pfeilspitzen sammeln, das dauert mindestens erstmal eine Viertelstunde oder sowas. Wenn ich drüben angekommen bin und noch, sich noch keiner gemeldet hat, machen wir Feierabend. Keiner mehr da? Keiner mehr da, der mir hier entgegenreden kann. Das ist ja sehr schrecklich. Alles klar, doch Medusa ist da. Theoretisch ist Medusa da. Medusa, bist du da? Sag mal ja. Können wir hier nicht schon... Wir können hier schon mal anfangen, eigentlich. Ta-ta-ta-ta. Ah, eine hübsche Route. Ist wahrscheinlich gerade total abgelenkt. Vom Brawlhalla spielen, obwohl er sagt, dass er es gerade nicht mehr macht. Weniger. Wo wird es denn hier mehr? Hier wird es mehr. Okay, oben, ja, warum eigentlich nicht? What? Ja, hier haben wir zwei offensichtliche. Jetzt trotzdem mehr. Na, aber nicht genug. Hier. Oh Gott, das wird. Ach, hinter mir. Meine Güte. Das ist der 86 hier. Huch. Das hat mich erschrocken. Wird die rosa nach vorne, wenn wir in die richtige Richtung gehen? Ist jetzt gerade mal so die Frage, was haben wir denn hier? Oh, hallo. Was bist du denn? Psychonauten Comic Heft 1. Aha. Okay, wenn es sein muss. Eine weitere Karte. Oh, geht's denn hier noch hin? Ist ja furchtbar. Ist noch so weit hoch. Bin dann schon wieder weg für heute. Alles klar. Pass mal auf, denn da wir jetzt sowieso gerade hier die Aufgabe haben, Pfeilspitzen sammeln, mache ich das off-cam. Das ist nämlich abartig langweilig, wenn ich einfach nur rumeiere und mit der Wünscheroute vor mich hin mache. Dann machen wir hier nämlich heute Feierabend und sind frischen Mutes, frisch und froh und fromm und frei. In der nächsten Woche am Donnerstag wieder da und können mit dem nächsten Level weitermachen.